Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu SteamWorld Dig 2. Und wir... Waren wir nicht schon weiter? Unter dem Säuremast? Naja, jetzt haben wir die schöne Höhle auseinandergenommen. Das passt schon. Gut, weiter geht's nach unten. Was ist das? Okay. Na super. Man braucht ihn noch einmal anzischen. Genau. Dann explodieren die. Halt mal gucken, wo man steht. Sehen wir schon gleich wieder irgendwo zu Tode stürzen. Oh! Artefakt, wo ich nicht rankomme. Na super, wie komme ich denn da dran? Sag mal, ich will auch gar keinen Weg rum. Muss mal gucken, ob hier unten links der Weg rumgeht. Keine Ahnung, wie man als Artefakte rankommt. Vielleicht braucht man doch erst besser eine Spitzhacke oder so. Auf jeden Fall wird hier nicht mit Erzen und mit Gold gegeizt. Nein! Statt die doofe Schnecke zu treffen, macht's mein Gold kaputt. Hier wirklich an der äußersten Seite vorbei. Leck mich doch mal. Was ist hier los? Ist hier gerade irgendwo eine Röhre aufgepoppt? Boah, die Viecher sind ja scheiße. Na super, Pilzstübchen. Pilzstübchen. Viecher sind echt Mist, ey. Nein! Nicht genügend Platz im Inventar. Drauf gehen darf ich hier auch nicht. Verlege ich eine ganze Menge. An Erzen. Erzen, nicht Ärzten. Oh Gott. Naja, das wäre auch zu einfach. Echt jetzt? Wie soll ich denn da durchkommen? Das ist ja so ein Millimeter genaues Springen.
Komm schon, wie soll man denn da reinkommen? Klar, dass das nicht funktioniert. Wir haben letztes Wasser noch verbraucht. Sofort drauf kommen können. Wow! Passt schon. Boah, schnell raus hier. Gespeichert, yay! Raus hier. Puh. Und verkaufen das Zeug. Sieht's eigentlich aus mit dem Level up? Sehe ich jetzt hier gar nicht, oder? Da. Tja, müssen wir eine ganze Menge Gegner erschlagen. Irgendwo Gegner grinden gehen oder so. Ja, schauen wir einfach mal weiter. Unten im Pilztümpel. So weit kann es ja auch nicht mehr sein. Ja, nee, nee. Wir kommen die Sache aber näher. Das definitiv. Bist du eine gute Fee? Ich glaube eher nicht, oder? Nein. Ab in die nächste Höhle. Bedrohlicher Bienenstock. Ja, natürlich. Das sieht gut aus. Und ich habe noch gedacht, das wären gute Feen. Wohl eher nicht. Nicht gesehen. Naja, Gegner grinden. Genau das, was ich wollte. Da ihr anscheinend nicht aktiv angreift, ist das ja noch besser. Und Geduld durchkommen. Ah, Hilfe! Bounce da einfach nur rum. So kann man die Gegner auch erledigen. Einfach stehen bleiben und berühren. Okay. Wo ist der Haken an der Sache, bitte? Ich frage mich trotzdem, ob ich hier nicht wieder irgendwo ein Artefakt oder was übersehen habe. Irgendwo so ein Geheimgang oder sowas.
der Minimap steht nichts. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob mir das auch von Anfang an auf der Minimap angezeigt wird. Oder erst, wenn man dran vorbei ist. Naja, sei es drum. Ich würde sagen, wir bohren hier weiter. Okay, wenn man die Gegner passiv erledigt, kriegt man auch weniger XP, als wenn man sie aktiv erledigt. Bleh. Autsch! Hallo! Jetzt kann ich abhauen. Naja, gut, dann doch. Verstehe ich das erst mit dem Saturnium. Wegen Plutonium. Mann, Mistvieh. Stirb. Noch ein Tunnel. Komm ich rein? Mhm. Andere Seite? Wahrscheinlich auch wieder hier rein, oder? Da geht ja gar nicht anders. Jetzt komme ich überhaupt nicht da durch. Geht auch nicht weiter hier. Ich muss in den Tunnel rein, um weiterzukommen. Gut, sehen wir uns dann, glaube ich, in der nächsten Episode an. Das war's für heute, SteamWorld Dig 2. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.